Hey ihr coolen Gamer und Gamerinnen da draußen, hier ist wieder euer Lost und wir sind wieder am Start mit etwas Battlefield, yeah. In meiner langen Reihe von Battlefield-Videos kam immer wieder die Frage auf, warum ich eigentlich überwiegend Infanterie spiele, also immer nur zu Fuß unterwegs bin, da Battlefield ja mehrere Möglichkeiten bietet mit Fahrzeugen und Flugzeugen und sonstigem. Und da wollte ich euch einfach mal ein bisschen aufklären, meine Meinung dazu sagen und euch den Hintergrund erörtern, warum das bei mir einfach so der Fall ist. Angefangen hat das Ganze vor mittlerweile fast schon 13 Jahren. Ja, im Oktober diesen Jahres wären es knapp 13 Jahren, denn damals habe ich angefangen, Battlefield 1942 zu spielen. Ich war ja mit von Release an dabei, habe zuvor auch noch die Demo-Version gespielt, die war einen Monat früher, ich glaube, das war September, wenn ich mich nicht irre. Naja, und da ging das Ganze im Endeffekt los. Ein Kumpel von mir hat mich damals auf Battlefield aufmerksam gemacht, hat gesagt, hey, guck dir das mal an, da kannst du rumlaufen wie in einem Shooter, wie damals in CS 1.6, was wir da noch gespielt haben, und kannst aber gleichzeitig Panzer fahren, Flugzeuge fliegen, Schiffe fahren. Und ich dachte mir, holy shit, das ist ja richtig geiler Stuff. Da muss ich auf jeden Fall reinschauen. Und das Coole an der ganzen Sache, mein Kollege hatte sich damals schon informiert und ist damals schon im Clan beigetreten, dem Shark-Clan, der das damals war. Und er hat mich dann sozusagen da mit reingeholt. Ich dachte mir, hey, eine coole Idee. Und da war ich von Anfang an so gesehen dann schon mit in diesem Clan dabei. Das war auch schon damals zu Demo-Zeiten oder Beta-Zeiten, wäre das jetzt heute gewesen. Damals war es noch eine Beta, die Wake Island Beta, damals von 1942. Und ja, Clan bedeutete damals zumindest auch noch natürlich ein Stück weit E-Sports. Und darauf habe ich mich natürlich eingelassen. Naja, und da kam dann heraus, dass ich einfach ein Stück weit ein Favel habe für das Infanterie-Sein. Das Infanterie-Dasein, für das Spielen, das Aiming in Battlefield. Ich habe ja zuvor auch CS1 gespielt, also Counter-Strike, CS1.6, und habe da ja festgestellt, okay, Shooter machen mir Spaß. Ich war in CS1.6 nicht wirklich gut, aber in Battlefield hat sich das Ganze dann umgedreht und da konnte ich wirklich was gut wegholen und auch treffen. Und das hat der Clan auch erkannt. Und im Clan war es dann so, dass wir dort natürlich in Ligen gespielt haben, sowohl ESL als auch Clan-Base. Und damals war das noch ganze 8-on-8 Conquest. Das heißt, auf Conquest-Maps 8 gegen 8 mit allem, was natürlich zur Verfügung stand. Also natürlich Infanterie, Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, je nachdem, was die Map halt einfach geboten hat. Und da ich einfach als Infanterist ordentliches Potenzial hatte, haben wir natürlich im Clan überlegt, wer könnte welche Rolle einnehmen. Und für mich war ganz klar und auch für die anderen im Clan, hey, du machst auf jeden Fall Infanterie, weil da bist du wirklich gut. Und das habe ich natürlich dann auch in den jeweiligen Clan Wars auch ausgeübt. Ich hatte mal die Aufträge oder die Rambo-Aufträge, könnte man schon fast sagen, dass ich irgendwo meistens irgendwelche Flaggen hinter feindlichen Linien versuchen musste einzunehmen, meistens im Alleingang, weil sie so viel Vertrauen in mir hatten, dass sie gesagt haben, hey, du bist allein relativ stark, du kannst da eventuell auch 2, 3 Leute alleine wegmachen, probier es einfach aus, versuch das Ganze einfach. Und von daher war es nicht selten, dass ich zu Beginn eines Clan Wars mich erstmal auf der Tragfläche einer Spitfire so wiedergefunden habe und dann mit unserem Pilotenkollegen zur Flagge hingeflogen bin und dort abgesprungen bin. Ja, da ging das auch noch. Man konnte sich damals in 42, wenn man ein eingespieltes Team war mit dem Piloten, auf die Tragflächen von Flugzeugen stellen und mit denen mitfliegen und dann über feindlichen Flaggen sozusagen aussteigen, auch wenn das Flugzeug eben keine anderen Passagiere hätte zulassen können aufgrund der Sitzmöglichkeiten. Da die meisten Flieger oder gerade Jäger natürlich nur einen Platz hatten, konnte man so trotzdem Leute transportieren und so wurde ich dann immer hinter feindlichen Linien abgeschmissen und musste da halt aufräumen und das hat relativ gut funktioniert. Ja, und seitdem her bin ich natürlich im Infanterie-Business unterwegs. Man hat natürlich in sogenannten PCWs, also in den Trainings-Wars, die wir entweder gegen andere Clans oder auch gegen interne Leute gespielt hatten. Wir haben damals nämlich 2 Teams gehabt. Wir haben so viele Leute im Clan gehabt, dass wir 2 Teams dann aufstellen konnten. Haben dann untereinander unter den Teams immer Clan-Wars gemacht, Taktiken ausprobiert, Fahrwege gecheckt. Wie kann man am schnellsten zu dem und dem Punkt kommen? Und da habe ich natürlich auch Infanterie gespielt, weil man natürlich in der Klasse, in der wir da unterwegs waren, also E-Sports, nicht unbedingt jetzt, würde ich mich jetzt unbedingt als Pro-Gamer bezeichnen. Wir waren immer ein Fun-Clan, konnten allerdings gegen auch bekannte Clans und auch Pro-Gamer-Clans gut bestehen und auch dem einen oder anderen auf die Mütze geben. Und von daher waren wir da schon so immer ein bisschen mehr oder weniger, ja, man könnte es fast nennen, die Underdogs, die sich aber trotzdem ihren Namen gemacht haben. Ja, und so hat man natürlich auch einen gewissen Ruf sich erarbeitet. In den Teilen, wo wir damals einfach unterwegs waren, sowohl in Battlefield 1942 angefangen, über Battlefield Vietnam und dann schlussendlich Battlefield 2. Ich war da stets als Infanterie unterwegs und man kannte dann schon die Pappenheimer von anderen Clans, die einfach auch Infanterie-based Spieler waren, die einfach da over the top waren und man hat sich dann immer auf den gleichen Server getroffen. Zum Beispiel in Battlefield 2 kann ich mich noch erinnern, da gab es einen Server, der lief immer nur Kark only, immer nur Strike it Karkant only.
Infantry und da hat sich wirklich die Creme de la Creme in Battlefield 2 getroffen, was die Infantry-Player anging und das, den Server fand ich cool, weil da wurde dir nichts geschenkt, du warst da drauf, du kanntest die Leute, die kannten dich, die wussten, der und der kann das und das und das war auf jeden Fall immer ordentlich Action und das führte natürlich dazu, dass man immer besser wurde, immer stärker wurde, sich ausweitete, seine Skills immer erweiterte und deswegen machte es natürlich umso mehr Spaß, weil Infantry war für mich immer das, was ich am besten konnte. Das war für mich von Anfang an klar, deswegen hatte ich auch nie die Ambitionen, mich irgendwie großartig in Fahrzeuge zu setzen und damit rumzukurven. Weil natürlich durch die Clan Wars, da war festgelegt, der und der fährt den Tank, der und der fliegt das Flugzeug, der und der bedient von mir aus den Mörser zu Beginn der Runde, um die Gegner an jeweiligen Flaggenpunkt in 5 Sekunden bei der Pixelhöhe und der dem Grad, dem Winkel eingestellt, die Gegner da zu treffen, weil man vorher natürlich ausgemessen hat oder entsprechend gestoppt, die Zeit gestoppt hat, wie lange die Gegner am besten, auf dem besten Wege, auf dem schnellsten Wege zu der jeweiligen mittleren Flagge kommen, der Karte, die einfach am wichtigsten ist und jeder Clan, der ein bisschen was auf sich halten konnte und der ein bisschen trainiert hatte, der wusste auch, wie die Taktiken sind, die haben sich dann teilweise natürlich ergänzt, von daher konnte man das natürlich auch im Vorhinein einfach mal mit aufnehmen und sagen, okay, wir schießen jetzt dahin, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die eben diese Taktik einfach auch benutzen und war natürlich umso geiler, wenn man dann oben im Killfeed gesehen hat, dass der Kollege von einem einfach mit dem Mörser einfach nach Rundenstart die 3 Leute weggemacht haben, die gerade zur Flagge rein wollten, bei der Tempelflagge. Von daher hatte jeder seine eigene Rolle und hatte seine Spezialisierung in der ganzen und war da halt richtig, richtig gut. Und da muss ich auch ein bisschen den Leuten querschießen, die zum Beispiel im Rahmen von Battlefield, was ich schon immer mal wieder mitbekommen habe, meinen, ja, Pro-Gamer, zum Beispiel in Battlefield eben, sind nur die Leute, die in allem gut sind. Die gut Panzer fahren können, die gut Infanterie spielen können, die gut Flugzeug fliegen können. Da muss ich leider sagen, das ist meiner Meinung nach nicht so richtig und eigentlich Schwachsinn, denn ich habe es damals eben jetzt seit von über 12 Jahren mitgemacht, erlebt und habe einfach auch diese Szene erleben dürfen und viele dieser Leute, die das behaupten, haben nicht wirklich in dem Umfang auch im E-Sports gespielt und waren da auch nicht tätig und es ist nun mal so, dass man gerade in einem Spiel wie Battlefield es ist, was so viele Facetten bietet, einfach sich spezialisieren kann und sich auch spezialisieren sollte, wenn man in einem eingespielten Team im gerade Conquest-Modus einfach bestehen möchte. Das sieht man auch in den heutigen Teilen. Jetzt auch in Battlefield 4 gibt es ja immer noch Conquest. Ist leider immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und im Vordergrund rücken jetzt Infantry-based Sachen wie zum Beispiel Domination. Aber immer noch in der Conquest-Liga ist es so, dass es einfach die Piloten gibt, die entsprechende Fahrzeuge benutzen oder Panzerfahrer und einfach auch die Infanterie. Da hat sich nichts geändert. Jeder spezialisiert sich da, wo er eben sein Fable hat und wird da natürlich auch besser. Und sei es auf dem Public-Server und Clan Wars, ist es natürlich umso besser. So habt ihr zum Beispiel einen ordentlichen Vorteil, wenn ihr einen Kollegen mit dabei habt, sei es auf Public oder im Clan War natürlich umso mehr, der sich jetzt auf die RPG spezialisiert hat und mit der einfach alles wegholen kann. Weil die RPG ist mit einer der stärksten Raketenwerfer, fliegt zwar am langsamsten, aber wenn er so gut ist und auf der Karte alles wegschießen kann, habt ihr da schon einen ordentlichen Vorteil. Von daher lasse ich jetzt aktuell natürlich vor allem auf dem Public-Server den Leuten einfach einen Vortritt, die entsprechende Fahrzeuge fahren wollen. Natürlich gibt es immer welche, die sich einfach reinsetzen, die auch nicht wirklich großartig sich darauf spezialisiert haben und nicht wirklich gut darin sind, aber ich lasse denen einfach mal den Vortritt, weil vielleicht möchten sie gut werden. Natürlich hocke ich mich auch gern mal irgendwie in den Helikopter mit rein, dann eher aber in die Gun, weil ich einfach durch das Aiming, was ich von Infanteriekampf halt habe, eventuell in der Gun mehr wegreißen kann, als natürlich als Helikopterpilot, weil ich die ganzen Movements, die andere da einfach schon Intus haben, auch vielleicht von vorangegangenen Battlefield-Teilen, nicht so drauf habe und dann natürlich eher kontraproduktiv bin, wenn ich in meinem Team dann in den Helikopter fliege. Ja, Infanterie ist einfach mein Ding. Das ist einfach mein Fable, das ist mein Gebiet und das wird es wahrscheinlich auch bleiben. Es kann natürlich gut sein, dass ich mich immer mal wieder vielleicht auch in den kommenden Battlefield-Teilen oder auch Star Wars Battlefront, was ja ansteht, dann natürlich auch ein bisschen umorientiere und auch mal die ein oder anderen Fahrzeuge stärker in den Fokus nehme und nochmal ausprobiere, um mich da einfach zu verbessern. Das kann gut sein, aber ich denke mal, das Hauptaugenmerk und das Hauptkampfziel wird immer der Infanteriespieler sein bei mir, weil mir es einfach am meisten Spaß macht und ich natürlich dort auch mich zumindest am besten auskenne und da auch am besten bin, wenn ich mich vergleiche in anderen Situationen, wo ich zum Beispiel in einem Fahrzeug bin oder so. Ja, und ich hoffe, das konnte jetzt ein bisschen Klarheit schaffen, woher das Ganze kommt und warum das so ist und warum ich das vielleicht ein bisschen anders sehe als viele Leute, die das mitunter auch immer mal wieder kritisieren, warum du doch das nicht machst und hier nicht machst. Das hat alles einen Hintergrund, aus dem E-Sports, aus dem taktischen Spielen auch, aber das ist natürlich nicht für jeden verständlich. Von daher wollte ich das jetzt einfach mal aufklären und jetzt möchte ich natürlich von euch wissen da draußen, welche Rolle nehmt ihr ein? Welche Rolle spielt ihr da draußen? Welche Rolle spielt ihr
in den Battlefield teilen, beziehungsweise was ist euer Favorite, was ist euer Fable, was bedient ihr am liebsten in dem Spiel? Seid ihr der Infanteriespieler, was wahrscheinlich die größte Prozentzahl sein wird, da Battlefield einfach sehr stark darauf ausgelegt ist, oder seid ihr der Tankfahrer oder der Helikopter- oder Flugzeugpilot oder fahrt ihr am liebsten mit dem Jetski oder Ripboat rum? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare rein, lasst uns doch mal ein bisschen sammeln, wer sich wo überall einordnet und lasst mich doch auch wissen, warum ihr am liebsten Infanterie, Panzerfahrer, Flugzeugpilot oder sonstiges seid. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen und informiert hat und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. In diesem Sinne, behalt euer Ziel immer im Auge, euer Lost.